Das Sams und die Wunschmaschine. Vom Paul Ma. Und der Paul Ma hat das Bild mit seiner eigenen Hand gemalt. Herr Taschenbier wohnte seit Samstag nicht mehr allein. Am Samstag kam das Sams zu ihm. Er hatte das seltsame Wesen auf der Straße gefunden. Es war klein wie ein Kind, hatte feuerrote Haare, eine Nase wie eine Steckdose und viele blaue Punkte im Gesicht. Herr Taschenbier wusste sofort, dass dies nur ein Sams sein konnte, denn er hatte vorher eine merkwürdige Woche erlebt. Am Sonntag schien die Sonne. Am Montag bekam er Besuch von seinem Freund Herr Mond. Am Dienstag hatte er Dienst. Am Mittwoch war Mitte der Woche. Am Donnerstag hatte es gedonnert. Und am Freitag bekam er frei. Deshalb konnte das Wesen, das am Samstag auf der Straße saß, nur ein Sams sein. Weil Herr Taschenbier das Sams erkannt hatte, sagte es Papa zu ihm und zog bei ihm ein. Die blauen Punkte im Samsgesicht waren keine Sommersprossen, sondern lauter Wunschpunkte. Doch mit jedem Wunsch, den Herr Taschenbier aussprach, verschwand ein Wunschpunkt. Erstes Kapitel. Jede Menge Wunschpunkte. Herr Taschenbier wusste noch nicht lange, dass das Sams ihm alle Wünsche erfüllen konnte. Deshalb machte ihm das Wünschen an diesem Morgen besonders Spaß. Er sagte zum Sams: Heute wünsche ich mir, dass ich bereits angezogen bin. Im nächsten Moment hatte er einen schwarzen Anzug an. Doch nicht den Anzug, rief er. Der ist viel zu feierlich. Papa, du musst viel genauer wünschen, sagte der Sams. Das habe ich dir doch erklärt. Ich wünsche mir, dass ich die braune Korthose und das rote Hemd anhabe, sagte Herr Taschenbier. Schon trug er Hemd und Korthose. Jetzt wünsche ich, dass ich den linken Strumpf anhabe und den rechten Strumpf. Und nun die Schuhe, wünschte er weiter. Das Sams war überhaupt nicht begeistert mit jedem Wunsch. War ein blauer Wunschpunkt aus seinem Gesicht verschwunden. Habe ich etwas falsch gemacht? Fragte Herr Taschenbier. Das nicht, Papa, sagte das Sams. Aber wenn du in diesem Tempo weiter wünschst, habe ich bald keine Punkte mehr. Zweites Kapitel. Der falsche Dachboden. Das Sams hatte tatsächlich nur noch 6 Punkte im Gesicht. Du solltest ein paar Punkte für wichtigere Wünsche übrig lassen, schlug es vor. Du hast recht, sagte Herr Taschenbier. Höchste Zeit, dass wir die Wunschmaschine in Gang setzen. Die Wunschmaschine, die du dir gewünscht hattest, die ist doch auf dem Dachboden, sagte das Sams. Ja, weil ein Knopf zum Einschalten gefehlt hat, sagte Herr Taschenbier. Deshalb werde ich uns gleich auf den Speicher wünschen. Muss das sein?
fragte das Sams. Wir können doch zu Fuß gehen. Ach was, sagte Herr Taschenbier. Ich wünsche, dass wir auf dem Speicher stehen. Schon standen die beiden auf einem halbdunklen Dachboden. Fünf, sagte das Sams. Wie bitte? Fragte Herr Taschenbier. Jetzt habe ich nur noch 5 Punkte, antwortet es. Herr Taschenbier sah sich um. Der Speicher sieht völlig verändert aus. Hey, hallo, wer ist denn da oben? Ertönte da eine Männerstimme. Das ist nicht Frau Rotkohl, sagte Herr Taschenbier. Frau Rotkohl war seine Vermieterin. Gleich darauf wurde die Speichertür aufgeschlossen. Ein Mann stand im Türrahmen und rief, können Sie mir erklären, was Sie hier suchen? Meine Maschine, sagte Herr Taschenbier. Aber wer sind Sie überhaupt? Ich bin Herr Lürch, rief der Mann. Aber wer sind Sie? Und wie kommen Sie hierher? Herr Taschenbier lächelte und sagte, ich habe mich gewissermaßen hier heraufgewünscht. Herr Lürch runzelte die Stirn. Erklären Sie mir endlich, was Sie in meinem Haus wollen, sonst hole ich die Polizei. Wieso in Ihrem Haus? Fragte Herr Taschenbier. Hat Frau Rotkohl Sie etwa heimlich geheiratet? Und deshalb ist es jetzt auch Ihr Haus? Na dann, herzlichen Glückwunsch! Da knallte Herr Lürch die Tür zu und schloss von außen zweimal ab. Einen merkwürdigen Herrn hat Frau Rotkohl ausgewählt, stellte Herr Taschenbier fest. Er ging zum Fenster und schaute nach unten. Aber wir sind ja gar nicht in Frau Rotkohls Haus, rief er. Wo sind wir denn nur? Wir sind auf einem Speicher, Papa, sagte das Sams. Ich wollte doch auf unseren Speicher, sagte Herr Taschenbier. Aber Papa, ich habe dir doch schon gesagt, dass du genauer wünschen musst. Es kommt beim Wünschen nur darauf an, was man ausspricht. Ich höre schon, dass dieser Herr Lürch zurückkommt, sagte Herr Taschenbier. Da hilft nur Wegwünschen. Drittes Kapitel. An der Nase herumgeführt. Herr Lürcher kam mit 2 Polizisten die Treppe hoch und sagte, Vorsicht, die 2 Einbrecher sind ganz merkwürdige Typen. Der Kleine trägt einen Gummianzug. Der Große redet wirres Zeug. Er will mich mit einem Rotkohl verheiraten. Lassen Sie mich mal, sagte der eine Polizist. Er zog eine Pistole und öffnete mit einem Ruck die Tür. Da ist ja niemand, sagte er. Herr Lürcher fragte verblüfft, wieso ist da niemand? Wissen Sie, was ich glaube, sagte der andere Polizist. Sie haben uns an der Nase herumgeführt. Aber ich bin ja selbst an der Nase herumgeführt worden, rief Herr Lürch. Na gut, aber beim nächsten Mal gibt es eine Anzeige, sagte der erste Polizist drohend. Damit ließen sie Herrn Lürch stehen. 4. Kapitel. Die Wunschmaschine. Das war knapp, sagte Herr Taschenbier zum Sams. Sie standen in seinem Zimmer. 4, sagte der Sams. Jetzt habe ich nur noch 4 Punkte,
dann darf ich wirklich keinen mehr verschwenden. Ich wünsche, dass wir beide auf unserem Dachboden vor der Wunschmaschine stehen. Drei, zählte das Sams. Und dann standen sie schon dort. Herr Taschenbier ging um die Maschine herum. So, nun werde ich sie gleich in Gange bringen, sagte er voller Vorfreude. Ich wünsche, dass diese Maschine sofort unten in meinem Zimmer auf dem Tisch steht, rief er. Zwei, sagte das Sams vorwurfsvoll. Hättest du uns wenigstens gleich mitgewünscht? Das kann ich ja noch nachholen. Ich wünsche, dass wir beide unten in meinem Zimmer sind. Nur noch einen, sagte das Sams. Und sie waren wieder im Zimmer. Jetzt darf ich keinen Fehler machen, sagte Herr Taschenbier besorgt. Wir brauchen hier noch einen Griff. Ich wünsche, dass diese Maschine einen Drehgriff hat, mit dem man sie anstellen kann. Null, sagte das Sams. Das ging mir gerade noch mal gut. Aber da ist ja gar kein Griff, rief Herr Taschenbier aufgeregt. Geh doch mal um die Maschine herum, sagte das Sams. Und wirklich entdeckte Herr Taschenbier nun auf der anderen Seite einen Hebel. Neben dem Hebel brannte ein kleines rotes Lämpchen. Die Maschine ist startbereit, erklärte das Sams. Du musst den Hebel auf einstellen und einen Wunsch dort oben in den Trichter hineinsprechen. Dann stellst du den Hebel auf aus. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren, sagte Herr Taschenbier. Fünftes Kapitel. Ganz viel Geld. Herr Taschenbier stellte den Hebel auf ein und überlegte. Das Lichtchen begann schnell zu blinken. Ich wünsche mir ganz viel Geld, sagte er in den Trichter. Wohin? Flüsterte ihm das Sams zu. Sonst landet es irgendwo. Ach so, ich wünsche mir ganz viel Geld in dieses Zimmer. Die Maschine gab einen Summton von sich und das Licht hörte auf zu blinken. Herr Taschenbier schaute sich um. Neben der Maschine auf dem Tisch lag nun ein 2-Euro-Stück. Auf dem Stuhl entdeckte er einen 20-Dollar-Schein und unter dem Tisch 3 weitere Geldscheine. Ist das alles? Herr Taschenbier war enttäuscht. Das soll ganz viel Geld sein. Er hob die Scheine vom Boden auf. 3 mal 10 Rubel. Was soll ich denn damit? Das ist ganz bestimmt nicht alles. Du musst nur danach suchen, sagte das Sams. Hier, schau, im Schuh. 7 Kronen. Und da in der Lampe 8 Schweizer Franken und 10 Pfund Schein. Es ist genauso, wie du es gewünscht hast.
Es ist ganz viel Geld im Zimmer. Ich merke schon, ich habe wieder einmal nicht genau gewünscht, sagte Herr Taschenbier. Ich wünsche, dass hier auf diesem Stuhl ein ganzer Waschkorb voll mit Euros steht. Die Maschine begann wieder zu blinken und zu summen. Gleich darauf stand ein Waschkorb voller 1-Euro-Münzen auf dem Stuhl. Herr Taschenbier ärgerte sich. Wieder falsch, sagte er. Ich kann doch nicht mit lauter 1-Euro-Münzen bezahlen. Er versuchte, den zentnerschweren Waschkorb vom Stuhl zu zerren. Dabei kippte der Korb um und hunderte von Euros rollten durch das ganze Zimmer. Jetzt muss ich wohl erstmal Ordnung schaffen, murmelte Herr Taschenbier. Dann baute er sich vor der Wunschmaschine auf und sagte, ich wünsche, dass dieser dumme Waschkorb aus dem Zimmer verschwindet und dazu noch das ganze Geld. Sofort summte und blinkte die Maschine wieder. Der Waschkorb verschwand und mit ihm alle Euromünzen, Dollars, Kronen und Franken. Leider verschwand auch das ganze Geld aus Herrn Taschenbiers Brieftasche. Dann erlosch das Licht und das rote Licht und der Hebel stellte sich mit einem leisen Klick auf aus. Was ist denn nun schon wieder? Fragte Herr Taschenbier. Die Maschine ist wahrscheinlich überarbeitet, meinte der Sams. Wir müssen warten, bis sie sich erholt hat. Mehr als 3 Wünsche in so kurzer Zeit schafft die beste Wunschmaschine nicht. 6. Kapitel. Ein ganz genauer Wunsch. Herr Taschenbier hatte Glück. Schon nach 2 Stunden leuchtete das rote Lämpchen an der Maschine wieder auf. Der Sams merkte es sofort. Guck mal, Papa, du kannst wieder wünschen. Herr Taschenbier stellte den Hebel an der Maschine auf ein und wartete, bis das Licht anfing zu blinken. Dann sagte er, ich wünsche, dass hier auf dem Stuhl eine ganze Menge 20-Euro-Scheine liegen. Richtig, lobte der Sams und sah mit Herrn Taschenbier zu, wie sich auf dem Stuhl die Geldscheine häuften. Dann stellte Herr Taschenbier den Hebel auf aus. Der Kopf, der stopfte sich die Jackentaschen so voll mit Geldscheinen, dass sie ganz ausgebeutet wurden. So, sagte er zufrieden und nahm das Sams bei der Hand. Jetzt gehen wir ganz groß aus. Das war's mit dem Buch. Wir sehen uns bei der nächsten Geschichte.